So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu World Dawn. Wir haben letztes Mal eine Minentour gemacht und sind dann wieder durchs Dorf gerannt. Wir verbringen jetzt eigentlich nur noch die letzten Tage des Sommers damit zu warten, dass der Herbst anfängt, weil wir können nichts mehr anbauen und wir... Ja. Ne? Wir haben keine Events, auf die wir uns vorbereiten. Es ist eigentlich nichts mehr los. Wir laufen ein bisschen durch die Gegend, sammeln Gemüse ein, das hier so rumwächst. Alles okay. Versuchen Freundschaften zu vertiefen. Silo kam vorbei, um... Quatsch. Silo ging los, um zur Farm hochzukommen und hat ein bisschen leckere Backware vorbeigebracht. Sie so gesund zu sehen, wärmt mir echt das Herz. Aha. Violet. 4. Ja. 4. Beste Freundin und Geliebte in einem Haushalt. Perfekt. Sehr pflegeleichte Familie, könnte man sagen. Ja, Violet gibt's ja doch. So gute Freunde dann doch nicht. Du hast nicht mehr viel Zeit, um deine Sommergemüse zu ernten, Tippi. Ist deine derzeit oder wird deine derzeitige Saat es schaffen? Ja. Sollte sie eigentlich. Ja, also im Prinzip sehe ich da keine großen Hindernisse bei. Ich weiß zwar nicht, ob ich da noch irgendwelche knappen Sachen bei habe, aber es dürfte eigentlich nichts Großes mehr sein. Das meiste, was da jetzt wächst, müsste Weizen sein. Oh, was denkst du von der Sugar Blossom Sommerzeit? Es ist schön, oder? Ja, alles ist grün und lebendig. Das ist gut. Grün und lebendig ist immer ein gesundes Zeichen. Außer es geht um Menschen. Wenn Menschen grün und lebendig ist, ist irgendwas falsch. Es sind. Also Menschen sollten nicht grün und lebendig sein. Da reicht lebendig. Und vielleicht ein Tick rosa. Oder weiß. Von mir aus auch dunkel. Aber nicht grün. Frühling zu Sommer, Sommer zu Herbst, Herbst zu Winter. Und immer so weiter. Da ist Poesie in dem Rhythmus der Natur. Nein, das ist ein Kreislauf. Die Poesie bringst du da ganz alleine rein. Es gibt nichts mehr zu sammeln. Oh, ich habe ihm nicht zugehört. Egal. Wird schon nichts Wichtiges gewesen sein. Mache Freunde, indem du sie ansprichst und dann nicht zuhörst. Ha. Ich finde es auch schade, dass wir wirklich nichts sagen können. Es ist schon fast zu spät für die Mine. Ah. Sommertage sind lang und voll von Aktivitäten, aber meine alten Knochen
Sind immer dankbar für, wenn wir reinkommen und uns ein bisschen ausruhen nach der ganzen aufregenden Zeit in unserer kleinen Stadt. Warte mal, habe ich irgendwas verdient? Ja, klar, habe ich was verdient. Ja, wir haben drei Rainbow Trouts. Sehr schön. Dann rennen wir mal durch und benutzen in der Mine direkt alles. Wobei, wir splitten das. Es wird 7 sein, bevor wir wirklich in der Mine anfangen zu arbeiten. Wir haben die bessere Axt dabei. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit wir jetzt wirklich brauchen. Zwei Schläge für die. Hier steht uns nichts im Weg. Zwei Schläge für die. Ja. Zwei Schläge für die. Aber anhand der Droprate würde ich sagen, hatten wir gestern entweder extremes Pech, weswegen es gut ist, dass wir die nicht aufgemacht haben, oder keine Münze geworfen, was gut wäre, dass wir das nicht aufgemacht haben. Nein! Na egal. Nein, eigentlich nicht egal, verdammt. Was sag ich denn da? Okay, das Hühnchen ist draußen. Das ist schon mal schlecht. Aber ich weiß nicht, ob es morgen regnet. Wahrscheinlich nicht. Nein. Die Dörfler, die mit Nahrung handeln oder handle es in dem Fall eher umgehen oder die mit Nahrung zu tun haben, sollten sich Eisboxen kaufen, also Kühltruhen. Andererseits, sonst wird das Essen ja einfach verderben. Mono Fortune Raffle, danke, nächster. Hund hatte nichts zu essen, Huhn hatte nichts zu essen und war über Nacht draußen. Nein, ich habe das Huhn gar nicht reingelassen. Ich habe jetzt schlechte Laune. Ja, hätte ich auch, wenn ich den ganzen Tag ohne zu wissen, warum nichts zu essen bekomme. Gut, dann beeilen wir uns jetzt. Wir müssen natürlich wieder in die Stadt. Oh, wir sind auch nur mit halber Energie aufgewacht. Das ist natürlich extrem schlecht. Ah, die beiden. Genau die beiden, die ich gesucht habe. Amber beschwert sich manchmal, wie heiß der Sommer ist. Aber ich denke, ich habe mich daran gewöhnt. Ich
Ich werde langsam ein richtiger Südstaatler. Die Bäume, der Fluss und der Teich in Breezy Meadow sind wirklich wunderschön. Ich liebe es, in diesem Teil der Stadt zu sein. Ja, ihr wohnt ja auch hier. Ich meine nicht, dass es heißen muss, jeder mag es, wo er wohnt, aber es wäre gut. Ja, ja. Es wäre zumindest jedem zu wünschen, dass er sich einigermaßen wohlfühlt. Oder dass er sich sehr wohlfühlt, da wo er wohnt. Ah. Eine der besten Seiten daran, Abt zu sein oder Priester, ist es, dass ich Hochzeiten durchführen darf. Maria und Zachary zum Beispiel waren das erste Pärchen, das ich verheiratet habe, viele Monde zuvor. Ey, in Monden rechnet keiner mehr. Kauf dir einen Kalender. Also einen normalen Kalender, nicht einen Mondzeitenkalender. Dieses Wetter kann dir wirklich die Energie entziehen. Aber ich schlafe immer wie ein Baum. Log ist eigentlich so ein Holzscheit. Wir Deutschen würden sagen, ich schlafe immer wie ein Stein nach einem langen Tag in der Sommersonne. Seth sorgt dafür, dass der Marple-Schrein immer sauber ist oder immer ordentlich ist, damit die Dörfler hier entspannen, meditieren können. Ich sollte ihn mal fragen, ob er auch mein Haus aufräumt, wenn er schon dabei ist. Ich schätze nein. Das wird er nicht. Aber Fragen kostet ja nichts, oder? Gerade beim Priester. Ich meine, die müssen doch nett sein, oder? Also zumindest in den friedfertigen Religionen. Es gibt ja auch Priester, die man besser nicht anspricht. Aber Seth hat dafür zu wenig Blut in den Händen. Ich fühle mich wie ein kleines Schulmädchen. Am Tag träumen die ganze Zeit über dich. Tippi. Wie bekommt man dich nur aus dem Kopf? Es ist ziemlich warm hier draußen, oder nicht? Sommerwetter stört mich nicht, aber ich mag die Frühlings- und Herbstzeit lieber. Wir waren echt enge Freunde. Partebelle. Sehr schön. Das finde ich niedlich, dass sie ab und zu mal so verliebte Texte loslassen. Es gibt ja Spiele, bei denen wird es dann total übertrieben und es gibt nichts anderes mehr. Und Spiele, da heißt es einmal, ja, wir sind jetzt ganz doll verliebt und dann wird es nie wieder erwähnt. Wir müssen mal gucken, wie das weitergeht mit gesunde Mischung. Für eine Stunde können wir uns mal hinsetzen. Dann müsste es jetzt ja 9 sein. Und 9 ist Öffnungszeit. Ja. Hey. Ich wollte eigentlich nur reden, genau. Ah, es war wieder die. Wie kann ich dir helfen oder möchtest du nur reden? Frage. Ich will nur reden. Mit dir nicht. Mit dir will ich nicht nur reden. Ja, also da wir 2 Energiebalken verballern dürfen und bis jetzt alle Leute getroffen haben, mit denen wir uns noch verbessern müssen,
würde ich sagen, wir setzen wieder Mine an. Maya? Wer zur Hölle ist Maya? Ach, wahrscheinlich sein Hund. Maya hat sich nicht immer so gut benommen. Aber sie mochte es schon immer bei mir mit auf Patrouille zu gehen. Ich glaube, für einen Hund ist eine Patrouille einfach so wie spazieren gehen. Ja. Das fasst es gut zusammen. Ja, wieder der Tipp mit den verschiedenen Werkzeugen in der Küche. Du hast den Griff eines Grid, eines Farmers, aber ich denke, du würdest auch eine wunderbare Postfrau abgeben. Du siehst wie ein sehr konzentriertes Individuum aus. Okay. Nicht zu viel Text auf einmal. Scrolling in Breezy Meadow, also ein bisschen rumlaufen. Scroll ist rumspazieren. Ja, ich finde ihn nicht ganz so interessant. Als Charakter, ich meine, ja, er ist ein Kind. Ich wüsste gerne, wie ich den Fischer und den Bibliothekar und den Schneider wieder dazu bewege, hierher zu ziehen. Ihr habt ja schon gemerkt, beim Angeln versuche ich jetzt mehr Sinker Drops zu verwenden, um Chance zu haben, andere Sachen zu angeln. Leider nicht so richtig erfolgreich. Okay. Haben eine Münze ausgebuddelt. Wir sollten uns wohl eher auf Danny verlassen. Und Danny findet mehr Gold. Es gibt nichts so wie draußen zu sein und zu arbeiten, also zu trainieren an einem heißen Sommertag. Alle meine Extremitäten, Limbs, meine Arme und Beine tun weh, aber ich fühle mich wunderbar. Aber also zumindest erzähle ich mir das, damit mein Körper weitermacht. Oh Gott. Ich muss da nichts zu sagen. Du hast wirklich Spaß dabei, mit mir zu reden, oder? Die meisten Dörfler nehmen mein Schweigen oder meine Ruhe wohl als Grund, mich nicht zu besuchen. Ja, das kann sein, dass sie das tun. Aber dann lernt man dich ja nicht kennen. Nee, Zachary ist es nicht. Benjamin ist es. Ja, sehr schön. Zweiten Punkt. Hunter auch zweiter Punkt. Alexander leider nicht. Mono auch noch nicht. Und sie sowieso nicht. Also da wäre das der vierte und da sind wir der fünfte und da wir sind gerade auf dem vierten. Hallo Annabelle.
Ich finde, man sollte beim Angeln Energie dazu bekommen, wenn es eine ganze Stunde dauert. Ich meine, man geht eine Stunde angeln und wirft einmal die Angel aus dabei. Wie hochgradig ineffizient ist das bitte? Also für Spielverhältnisse. Ja, im realen Leben weiß ich es. Beim Angeln nicht ungewöhnlich, einmal in der Stunde die Angel auszuwerfen und dann vielleicht auch nichts zu fangen. Aber in den Spielen ist es ja eher so Angel raus, Fisch rein. Ich finde es lustig, dass es jetzt einfach überhaupt keinen Unterschied mehr macht, ob ich auf der vierten oder auf der dritten Ebene oder weiß ich nicht wo abbaue. Ich brauche jetzt für alles zwei Schläge. Dann mal runter. Was ist eins? Es hat schon geklingelt. Ich würde mal sagen, ich mache hier einfach weiter und mache einen Cut. Bis meine Energie fast leer ist. Und dann sehen wir weiter. Insofern, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.